Ich fange an, oder? Ja. Ich habe ja die größeren Subs. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Battle Together Minecraft. Was hast du gerade gesagt, Mod bevor du angefangen hast? Marcel! Digga, willst du euch verarschen? Ich hab das voll spät realisiert, Alter. Ja, was hab ich denn jetzt gesagt? Also vielen Dank an mehrere liebe Zuschauer, die uns die Koordinaten in die Kommentare geschrieben haben. Und zwar, lass mich mal kurz, ich hab das Browserfenster noch eben offen. Bei plus 500, plus 230 ist das Labyrinth. Plus 230? Oh, Alter, komm mit. Plus 500, plus 230. Und ach nee, plus 500 ist in die Richtung, Entschuldigung. Und dann plus 230. Und uns hat noch, nee, da gehen wir in Minus. Wir müssen da lang. Guck, komm mal mit. Digga, die verwirrt mich jedes Mal, so die verfickten scheiß Dreckskoordinaten, ne? Oh, ein Hirsch. Wir müssen einmal auf die komplett andere Seite von der Map. Nur mal so als kleiner Tipp. Wir sollten ziemlich aufpassen, wenn wir jetzt über die komplett andere, über die komplette Seite gehen einmal, ne? Ach, du machst so ein Drama, Junge. Chill, relax. Chill mal deine Basis. Hast du eigentlich Eisen mit dabei oder haben wir das alles in die versteckte Kiste getan? Ich hab null Eisen. Ich hab zwei Eisen. Das haben wir doch alles jetzt in die Base getan. Ja, ja. Sag mal, das war übrigens mein WhatsApp, Leute. Ich schließe es sofort, sorry. Warum verstecken wir das eigentlich? Wenn wir noch einmal sterben durch Gegner, sind wir doch sowieso raus. Ja, aber ich gönne denen dann nicht unseren Loot. Okay, das ist natürlich ein Argument, aber wenn wir jetzt zu dem Labyrinth gehen, dann lass, ganz ehrlich, lass jetzt bitte einfach alles mitnehmen, weil ich habe keinen Bock, dann dort Schwarzpulver zu haben, dann wieder kein Eisen, um irgendwelche Waffen machen zu können. Okay. Ja, warum gut. Haben wir eigentlich unsere Base hingemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Waypoint ist hier rechts. Komm mit. Ach, da hinten. Oh Gott. Ja, hinter der Schneewelt da. Ja, ich nehme mal gerade die Hirschfies mit. Die Hirschfies mit. Mit. Und ich versuche hier heil um diesen... um die Schneelandschaft rumzukommen. Ja, okay. Ja, und ich habe ja auf Twitter geschrieben, dass ihr uns gerne ein paar Gesprächsvorschläge unter dem Hashtag... Moment, wie war der Hashtag? Domse for President. Nein, ich mach das gerade auf dem Handy. Also, da hat jemand Geschlechtskrankheiten geschrieben, aber der hat es nicht unter dem Hashtag Spiegelthemen 19 Uhr geschrieben, deshalb können wir das leider nicht annehmen. Halt die Fresse! Ich war gerade in der Bahn. Naja. Hast du eigentlich mal rausgefunden, was man mit diesem Arctic Fur machen kann? Nur so als zwischendurch. Nein, natürlich nicht. Ich bin mega gestresst. Ich studiere Informatik, versuche noch andauernd Vlogs zu machen, muss meine Rechnungen und meine Miete bezahlen. Du versuchst Vlogs zu machen. Das Einzige, was du machst, ist vergammelte Kastanien aus dem Wald sammeln und so tun, als ob du dich mit der Natur auskennst, Alter. Mit meiner was? Das Einzige, was du machst, ist verdorbene Kastanien aus dem Wald sammeln. Meine Fresse, hör mir doch mal zu. So tun, als ob du dich mit der Tour auskennen würdest. Dabei hast du noch nie den Real-Life-Server betreten vorher. Was für eine Tour, Junge. Kommst du jetzt rein oder nicht? Ja, ich musste noch meine Pilzsuppen essen. Das dauert halt ein bisschen, mein Freund. Ich mach dann wieder zu, ne? Na, Junge, fick dich. mach auf, die Scheiße. Mach auf. Hier, ich hab an der Seite aufgemacht. War das so ein Schneemann? Siehst du den? Oh, der ist ziemlich nah. Okay, wir hatten auch nur noch drei. What the fuck, wo ist unser ganzes Eisen hin? Du bist doch, okay. Du hast hier unten irgendwo eine Truhe gehabt, glaube ich. Ah, stimmt. Hatte ich das? Du hast auf jeden Fall ziemlich weit runtergebaut, das weiß ich. Ich habe gar keinen Waypoint gemacht davon. Natürlich nicht, du bist doch nicht so hochintelligent wie ich. Doch, ich habe einen Waypoint gemacht. Klar, doch, natürlich habe ich das. Kannst mich mal. LOL! Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Ich glaube, Gugu und Phil, ja, die haben eigentlich nichts mehr zu befürchten, glaube ich. Ach, hier im Ofen ist noch ganz, ist noch ein Eisen gewesen. Er musste neu starten? Hä? Er musste neu starten? Er musste neu starten, Lex. Hä? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder 54 Eisen. Ich bin dafür, perfekt. Wir nutzen die Gunst der Stunde und gehen jetzt in diesen beschissenen Labyrinth. Was hältst du davon, wenn wir uns über den Wolken da nach 4 Minuten Verfolgung... Wie, die haben sich 4 Minuten lang verfolgt? Ja, ganz ehrlich, ja, genau, Alter. Lügner! Pass auf, ich mache hier kurz einen Waypoint bei den Koordinaten. Was hatte ich gesagt? Plus 500, nee, X 500 und Z 250, nee, 230. Das ist dann, ich mache das mal. Leute, falls ihr die Toblerone kennt, ne, beste Schokolade ever. Ich habe eben gerade innerhalb von Sekunden die komplette Tafel aufgefressen, oder Riegel? Nee, ich mache den Waypoint komplett rot. Mann, dass es da nicht so einen Colorpicker gibt, ey. Also das Labyrinth ist da... Lol, das kann gar nicht stimmen. Irgendwas habe ich...
Plus 500, plus 230. Jetzt habe ich da die Höhe. Oh, diese Kack-Map, Alter. Ich suche mal nach Creepern. Ach, das ist Set. Jetzt check ich's. Oh, meine Güte. Ich sterbe. Also ist doch XYZ, Digga. So, okay. Also, ja, wir müssen einmal quer über die Map. Wir müssen quer über die Map, Junge. Können wir jetzt bitte schnell... Lol. Ich bin nach unten gefallen. Da ist ein Gegner. Ich habe versucht, Creeper hier unten zu finden, aber hier ist nichts. Ich sterbe. Komm jetzt. Junge, du hast mich hier in dieses scheiß Loch gebracht. Jetzt bring mich auch wieder raus. Komm hoch. Ja, ich baue mich doch gerade hoch. So. Ja, jetzt komm, Attacke. Okay, wir müssen da quer über die Map. Hast du gehört? Quer durch die Map. Digga, Einmal querfit ein. Hä? Irgendwas habe ich abgeschossen. Ach, das war dann. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Gegner gewesen. Holy Macaroni. Kommst du? Ich habe auch bald gar keine Pilzsuppen mehr, also ich bin out of Essen. Attacke. Ja, ich habe noch mehr als genug Essen zur Zeit. Wir haben absolut genug Eisen, wir haben halt einfach nicht genug Schwarzpulver. Ja, aber wenn wir jetzt zu diesem Spawner gehen und Wassereimer haben wir auch, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, solange wir nicht von Gegnern gekillt werden unterwegs. Ja, geh du mal vor, dann dich sehen sie bestimmt eher. Nee, also du hast den Waypoint, deswegen. Ja, wir müssen halt einfach echt nur noch quer da in diese Richtung. Ja, aber ich denke mal, wenn die verfolgt haben, dann sind sie bestimmt Richtung Rand der Map gelaufen, nicht über den Spawn. Hoffe ich auch, ja. Achtung, hier ist eine riesige Schlucht. Mhm. Aber ich jump jetzt einfach trotzdem. Ich weiß, dass man dadurch mehr Essen verliert. Ich mache das halt bewusst, Leute. Und ja, es kann sein, dass mein Inventar total unsortiert ist. Mir ist das aber ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe halt so ein paar Kommentare bekommen. Das waren ja doofe Themen, über die wir reden sollen. Ja, auf jeden Fall. Schreibt Vinificate oder so. Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Spielst du Pokémon? Wenn ja, spielst du die neue Edition? Bla bla bla. Nein, ich spiele kein Pokémon, deshalb kann ich die Frage auch nicht beantworten. Ich werde mir das neue Pokémon, was auf der Nintendo Switch rauskommen wird, holen. Damit ich ja auch mal meinen Senf zubeisteuern kann. Also, wir können uns ja mal ein bisschen über Pokémon unterhalten. Hast du es schon als Kind gespielt oder warum spielst du es überhaupt? Ja, also Kindheit. Ich spiele halt kein Pokémon, weil irgendwie hatte ich nie so ein Gameboy oder DS. Also, als ich noch ein kleiner Bengel war, waren ja diese Game Boy Advance, das sind diese Klappdinger da, diese Digga, ich bin älter als du. Achso, okay. Ja, ich weiß. Deshalb sag ich's nur. Aber ich hatte nie so ein Ding. Ich hatte nur so einen ganz alten Schwarz-Weißen mal bekommen von meinem Vater, aber das Ding hat halt null getaugt und Spiele hatte ich dafür auch nie wirklich viele. Also so ganz einfach und deshalb, keine Ahnung, bin ich irgendwie nicht aber so zu Nintendo-Spielen gekommen. Komm, warte. Pokémon meine ich. Warte ganz kurz. Marcel, ich bin echt dafür, wir rennen jetzt ganz schnell Richtung Labyrinth. Ich will, aber das ist voll viel, ich will das mitnehmen. Ich bin Sammler. Dann nehmen das halt mit. Aber das ist echt nur noch 1000 Blöcke entfernt, also wir sind fast da. Nee, 153 Blöcke, das war ein Scherz. Ach, da bist du. Okay, so. Ja. Nee, Pokémon, keine Ahnung, habe ich seit meiner Kindheit gespielt. Also seit der gelben Edition. Okay. Rote, dann gelbe, dann feuerrot, dann blattgrün, was weiß ich nicht, alles gespielt. Was ich kurz gespielt habe, ist Pokémon Go. Da bin ich kurz auf den Hype aufgesprungen, aber auch nicht wirklich krass. Ich habe mal so einen Scheiß ein paar Pokémons da eingefangen und dann wurde mir das irgendwann auch ehrlich gesagt wieder zu blöd, weil... Ich spiele immer noch Pokémon Go, um ehrlich zu sein. Echt? Wird das noch gespielt? Ist der Hype noch nicht vorbei? Naja, es ist schwierig. Also du hast zum Beispiel es gibt mittlerweile so Raids, da musst du mit ganz vielen Leuten ganz starke Pokémon töten oder angreifen, okay. Oder versammelt sondern an sich. Aber wenn du dich vorher nicht mit irgendwelchen Leuten absprichst in irgendeiner WhatsApp-Gruppe und davon mindestens die Hälfte zusagt, so, dann wird das nichts, ne? Weil das einfach so wenig Leute sind, die noch spielen. Das kannst du wirklich nur irgendwie in der Innenstadt spielen und wenn du da deine Gruppe mit 50 Mann hast, dann sagen 10 davon zu, dann geht das vielleicht. Ansonsten ist es leider echt down. Ey, hier ist tatsächlich das Labyrinth. Geiler Scheiß. Vielen Dank für die Kommentare mit den Koordinaten. Ja, dann Attacke, ne? Ja, dann gucken wir, ob ja, hier, das ist sogar das, wo wir... Ach ja. Ja, das ist unser Labyrinth. Ich glaube, das ist sogar das einzige auf der ganzen Map. Nee, wir haben zwei... Ich glaube, es gibt zwei. Nee. Ja, es gibt von allem zwei. Alles klar. Au! Du darfst da immer noch nicht. Ja, lass mal einfach hier reingehen. Ich weiß nicht, ob das so eine... Killst du da gerade was? Nö. Ach, wir hatten ja gar keine Kohle. Alter, da kommt die Baby-Zombie-Armee. Ja, Mann, Alter. Ich wollte gerade dich warnen. Brauchst du noch Fleisch, was ich da reinpacken kann? Mach mal bitte Holz rein, weil du hast Holz weggeschmissen, okay. Ja, ich hab jetzt... Holz ist unser neuer wichtigster Rohstoff, Junge. Ich hab nämlich echt so wenig Essen. Ich hab auch gar keine Pilze mehr. Ja, wir müssen jetzt nur so einen Spawner finden. Das sind Spinnen. Diese roten Geh Viecher, die spawnen... Da, von denen gibt's da, glaube ich, auch gar keine Spawner. Die spawnen einfach so drin, diese Firebugs. Das sind Hunde. Und mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass die eigentlich echt wack sind, also dass die echt leicht zu killen sind und nicht viel Schaden machen. Oh, das sind aber echt eklige Spinnen, ne? Das sind diese vergifteten. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, oh. Oh, ich dachte schon, du bist gestorben. Ich habe keine Blöcke, um mich hochzubauen. Wie jetzt?
Ich glaube, ich sterbe. Nein, die Hunde. Okay, dann... Oh, warte, ich mach mal den... Komm, hier hoch. Gerade ganz kurz. Ist? Ich will den okay. Spawner kaputt machen. Ist okay, aber bitte hol dir das nächste Mal Blöcke ins Inventar. Ich hab welche jetzt. Okay. Ey, hier sind 10 Beine drin gewesen. Ja, gib die mir mal. Spinne? Ich hab die jetzt grad. Ja, gib die mir mal. Mushrooms. Oh, ein goldener Apfel war in der Kiste. Warte, nice. Hier sind die Pfeile. Okay, die diskutieren jetzt ein bisschen. Keine Ahnung, ob die das nicht vielleicht lieber in einem Channel ausdiskutieren sollten oder so. Naja, ist ja auch nicht unser Ding. Ah, hier sind auch noch. Ah. Okay, das ist nicht. Ey, hier ist ein Sattel, aber hier gibt es keine Pferde, oder? Nee. Aber vielleicht die Hirsche? Schade. Nee, die Hirsche nicht, ne? Weil die Tiere sehen hier ja anders aus. Ja, das stimmt. Aber diese. Ich dachte, das sind so Giftspinnen. Die haben mich jetzt aber eh gar nicht vergiftet. Nee, die tun nicht weh. Weil ich sehe leider jetzt gar keine von diesen Firebugs. Find ja, ich leider auch schade. Nicht. Aber hier ist leider auch der Border schon. Das Labyrinth geht noch viel weiter eigentlich. Ach, scheiße. Also zumindest war das. Ist es durch die Border. Warte, wir gehen noch mal kurz. Au! Achso, ich dachte, du hast das. Nee, geht nee, ja nee, alles gut, keine Angst. Kannst du mir das eine Weizen hier droppen, weil ich hab. Ja, noch warte, ich hab drei. Alles. Schere, Melone, Pumpkin Seeds, Flint. Aber hey, Spring. Ich hab einen. Wir haben einen Goldapfel durch die Kisten bekommen. Immerhin etwas Nützliches. Sind das nicht diese Feuerviecher hier? Nee. Nee, hab ich auch schon gedacht, aber das Scheiße. Sind die nicht. Das sind so Fireflies, aber die Dinger heißen anders. Die wir suchen. Okay, ich wollte gerade sagen, kann man den Ding jetzt nicht abbauen, aber wenn du das empfängst, das Zeug abzubauen, dann kriegst du Damage. Krass, das hätte ich echt nicht gedacht. Voll gut gemacht eigentlich. Das stimmt. Ja, das ist nur dumm, dass man sich drüber bauen kann. Das macht irgendwie den ganzen Sinn davon kaputt, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, aber nee, ich krieg nur immer diese Fireflies. Also ich habe 3 von diesen Firefly-Dingern. Nee, hier ist gar nichts. Ich laufe jetzt auch mit Absicht mal so ein bisschen rum, nicht oben. Ja, hier ist echt nichts drin. Und die sollen in hohlen Hügeln spawnen können. Also diese hohlen Hügel sind so, da sind auch ganz viele Rohstoffe, aber davon haben wir halt... Ich glaube, was ein hohler Hügel war ganz am Anfang da, wo wir uns erst. Dein Kopf hatten. Ist ein hohler Hügel, Alter. mach dir mal einen Helm, dein Ding ist kaputt. Oh, mein Helm ist kaputt. Scheiße. Ja. Ja, dann mache ich mir draußen gleich eine Workbench. Hier ist falsch. Wir müssen hier lang. Aber so weit geht das Labyrinth auch nicht mehr weiter außerhalb der Border, wenn du mal auf die Map schaust. Alter. Komm, wir bauen uns einfach hoch und raus. Nö. Ich schummel nicht so wie du. Das geht nicht so einfach. Du fällst wieder runter. Hey, was laberst du? Ich fall nicht runter. Au. Aber du kriegst nur Damage, wenn du es abbaust oder wenn du oben drüber bist, by the way, ne? Okay, das war dumm. Wenn man oben drüber ist, kann man nicht mehr hochspringen. Das ist saugefährlich. Und aber wenn wie gesagt, man lange drauf ist, macht das richtig viel Schaden, Junge. Das macht Schaden, ey. Oh, nochmal 12 Pfeile. Nice. Und ein paar Sticks, das kann ich auch mitnehmen. Also du kriegst hier nur Damage, wenn du das Ding abbaust oder wenn du oben drüber springst. Und man kann sich auf jeden Fall nicht unten durchbauen, weil das auch so ein ganz komisches Material, was übelst lange braucht, um abzubauen. Das ist einfach nur... Sand, eher Dreck. Das ist kein Dreck. Aber ich versuch mal, dich unten durchzubauen. Ja, okay. Oh, ich blick hier nicht mehr durch, ey. Also ich bin jetzt hier ganz normal unten durch. Also ich habe jetzt 5 Blöcke nach unten gegraben. Echt jetzt? Ja, bei mir ist jetzt nichts. Okay, nicht so, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber wir müssen trotzdem... Ist hier noch irgendwas? Noch mehr Pfeile? Ich habe hier noch Pilze. Brauchst du welche? Ich habe ein X-Hack! Das ist gut, ja. Wir brauchen leider 2 oder 3. War der in der Kiste? Ja. Ah, den hätte ich auch sehen können. Scheiße. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen und mir nichts dabei gedacht. Ich bin echt voll raus. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall... Inksex wäre natürlich nice, wenn wir das alles machen können. Gunpowder wäre halt natürlich noch nicer. Noch eins nicer, sagst du? Ja. Bist du raus aus dem Labyrinth? Ich bin oben drauf. Ja, ich bin raus, jetzt wieder beim Ofen. Okay, ja, ich sehe dich. Hast du einen Sattel? Versuch mal den Hirsch zu satteln, ja. Mach ich mal. Ich glaube aber echt nicht, dass es geht. Das müsste ein Esel... Nee. Schade, dass hier keine Esel hat. Ich glaube, das wäre richtig. Das wäre so noch sowas, wo wir echt vielleicht einen kleinen Vorteil hätten. Hast du irgendwie Flint oder so? Oh, ich habe das jetzt nicht mitgenommen, ich Idiot. Kannst du mir das Ranchen geben, das Gebratene, dann bekommst du das Steak? Weil... Was kriegst du? Ich geb dir jetzt mal die Hälfte von meinem. Ich hatte irgendwie 32 oder so. Wir haben auch noch genug Gold, um theoretisch einen zweiten Goldapfel zu machen. Wir müssen jetzt nur mal gucken, dass wir hier... essen. Dominik, wir müssen verfickt nochmal unter die Erde. Es geht nicht anders. Oder wir machen uns eine Mob-Farm als Skyblock-Base. Oh, halt mal die Fresse. Oh, hier ist eine Höhle. Ich spring mal runter. Simon Lindenberg fragt, wie findet ihr das deutsche Schulsystem und findet ihr, dass die Schule gut aufs Leben danach vorbereitet? Nein. Du findest, also, dass sie nicht aufs ehrlich, Leben, oder findest du es scheiße? Ganz ehrlich, wir wohnen beide alleine. Und nichts, was ich in der Schule gelernt habe, brauche ich irgendwann mal wieder, irgendwann, wenn ich mal alleine wohne. Und das ist das, was mich so abfuckt. Da hast du durchaus recht.
Nur, da gab es ja diese Debatte auch mit diesem Twitter-Tweet vor keine Ahnung wie vielen Monaten oder vielleicht sogar Jahren das war, von dieser, keine Ahnung, hieß die Lena oder so, die da Lena Meyer so richtig krasse Diskussion. Ach, okay, wir unterhalten uns darüber nächste Folge. Ja, auf jeden Fall. Bis dann, ciao. Tschüss.